Ort Zapft ist? München. Markus, wir waren gerade vor dem Landgericht München 2. Eine Person hat durch Abwesenheit geglänzt, aber wir haben ganz, ganz viele andere Menschen, die hier sind, die dich unterstützt haben, die ihre Solidarität gezeigt haben. Du wurdest heute Morgen sogar abgeholt vom Flughafen. Du hattest deinen Privatshuttle, richtig? Richtig. Ein Landwirt hier aus München hat mich abgeholt, der auch im Ahrtal aktiv war und total krass. Also es fing heute Morgen schon richtig gut an. Und es ist bis jetzt immer noch alles sehr gut. Ja, erzähl doch mal. Also wir saßen da alle, wie gesagt, sehr viele Zuschauer. Die Richterin sagte, wow, das sieht man nicht alle Tage. Ja, die mussten sogar noch Stühle reinräumen. Ja. Ja, und du sagst ja, eine Person wäre nicht erschienen. Es gab mehrere Pressevertreter, die da waren. Mehrere Pressevertreter. Ja. Also eigentlich das, was sich Frau Krippner ja immer so gewünscht hat, die große Bühne mit viel Presse. Aber sie und ich sag mal, nicht nur eine Person war nicht da, sondern mehrere Personen, weil sie hat ja so, eben ihre Leute wie den Herrn Niewert und so weiter, die waren alle nicht da. Ne? Und das wundert mich. Eigenartig. Dabei ist das Wetter hier schön. Hier sind nur nette Leute. Und ich fand es kurios. Du hast dann ja auch die Gelegenheit genutzt und hast die Richterin gefragt, ob du denn etwas sagen dürft. Dann hat sie gesagt, ja. Na, selbstverständlich dürfen sie sagen. Und da hast du gewisse Ausführungen gemacht. Möchtest du die nochmal wiederholen? Ja gut. Ich habe dann einfach mal erzählt, warum hier so viele Menschen sind, was mit den Menschen gemacht wurde. Und das ist ziemlich krass, was mit den Menschen gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ich weiß es nicht. Nicht nur du bist betroffen, sondern auch andere Menschen sind in ihrer Existenz angegriffen worden. Genau, in ihrer Existenz, in ihrem Umfeld, in ihrem Glauben, in ihrem, egal was. Kulturellen Umfeld, genau. Man hat alles probiert auszuschlachten und ich sage das einfach nicht, was ich gesagt habe, aber es kommt noch, ne? Kommt noch. Es ist auch einfach krass. Es ist einfach krass und dass nicht nur ich der Betroffene bin, sondern die Menschen alle. Und habe dann natürlich einige Ausführungen getroffen, habe erklärt und habe dann zum Schluss auch nochmal gesagt, dass für mich klar ist, dass da eine Strafe erfolgen muss und dass es ja noch nicht zu Ende ist. Es geht ja weiter. Präzedenzfall Cyberstalking. Jetzt geht es jetzt richtig los. Das wurde ja auch ein bisschen anders ausgelegt, ne? Und noch ein Hinweis. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel dazu sagen, aber Frau Krippner ist nur ein Aussteiger. Wir waren total überrascht, weil man kannte nur den Namen, aber jetzt haben wir eine Person dazu. Also bei ihm bröckelt es, glaube ich, gerade gewaltig. Und ich weiß nicht, ob ich an ihrer Stelle, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, an ihrer Stelle zu sein. Deshalb will ich da gar nicht drüber spekulieren, weil ich könnte mir nie vorstellen, sowas zu machen. Die Richterin hat ja auch noch einen Hinweis gegeben in Richtung der Gegenseite, dass es ja auch Notanwälte gibt, ne? Ah ja, genau. Frau Krippner, Sie hätten sich einen Notanwalt nehmen können, wahrscheinlich kostenfrei. Keine Ahnung, wie die Unterstützung aussieht. Das wäre alles möglich gewesen. Ne? Also, falls Sie es nicht wissen. Ja. Also, es wäre alles möglich gewesen, ist aber nicht. Und dementsprechend wird jetzt ein, wie heißt das? Das ist ein Säumnisurteil. Das wird am 25. Juli verlesen. Genau. Die Gegenseite hat 2 Wochen Zeit, Berufung einzulegen. Ja. Anwaltlich. Genau, alles anwaltlich, anders geht's nicht. Ja, was hattest du für so einen Eindruck? Ich hatte einen sehr guten Eindruck. Ich glaube, es ist verstanden worden, was hier los ist. Vor allem das Gespräch mit den Leuten von der Zeitung. Die wussten bestens Bescheid, waren bestens im Bilde. Und gerade deshalb finde ich es so schade, wenn man doch in der Heimat hier ist und die große Publicity haben möchte, mit Medien, Politik und so weiter, dann nicht erscheint. Das ist eine fatale Chance. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Es war ja auch sehr bezeichnend, die Richterin kam ja mit einem Aktenstapel rein. Das war ja unfassbar. Also dass sie keine Sackkarate hat. Und ich meine, es sind ja noch roundabout 50.000 neue Beweisstücke aufgetaucht, die ja jetzt noch durchgearbeitet werden. Deshalb wird das Cyberstalking ja nochmal verschoben, genau. Weil das ein einzelner Prozess wird, weil, wie gesagt, so viele Beweisstücke noch zum Sortieren und Auswerten sind. Also vielleicht kommt die demnächst mit einer Sackkarre, oder? Da geht kein Weg dran vorbei, denke ich. Gut, ich kann ja hier so einen Dumper mitbringen, ne? Pompi, falls du zuschaust, wir brauchen den Dumper. Ja, Mini-Dumper. Müssen wir mal kurz ausleihen, Pompi. Ja. Aber es ist alles verrückt. Stell dir das mal vor, zu Hause brennt gerade die Bude, weil wir Ernte haben.
bin vor 2 Jahren im Ahrtal, ich weiß noch genau, was vor 2 Jahren war. Es war ein ganz heftiger Tag. Beziehungsweise heute war dann der Tag, wo wir das erste Mal das Gefühl hatten, jetzt kommt offizielle Hilfe. Das war doch der 4. Tag nach der Katastrophe sozusagen. Ne? Sind wir heute, meine ich. Ja. 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 Und wenn mir das damals jemand gesagt hätte, dass ich heute hier in München stehe und gegen Menschen klagen muss, die mich nicht in Ruhe lassen, die probieren, mich, meinen Betrieb, mein Ansehen, meine Familie zu zerstören, nur weil ich im Ahrtal geholfen habe und die Wahrheit gezeigt habe mit meinen Filmen. Ja, und wir waren 4 Tage lang alleine da. Das kann auch hier es können so viele Leute, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden, es ist einfach wie es ist und ich mache das ja, damit es sich ändert, damit, wenn das, was da vor 2 Jahren passiert ist, in einer Woche passiert, dass es anders läuft. 1500 Leute schauen jetzt gerade zu. Oh. Krass. Du hast heute Morgen noch so einen schönen Spruch gebracht. Du hast gesagt, ich fahre hier gerade bei bestem Wetter über den Rhein, der Dom zu meiner Rechten. Und was hast du da nochmal gesagt? Wenn man sich vor damals mit der Kutsche... Ja, genau. Das kam mir in Gedanken. Also ich bin heute sehr gut drauf, sehr gut gelaunt. Heute Morgen schon schöne Musik angemacht, einmal quer durch Köln. Ich war in einer halben Stunde von zu Hause am Flughafen, fahre über die Zugbrücke, fahre dann weiter Richtung Music Store. Die Sonne geht auf, Kölner Dom zu meiner Rechten und der Kölner Dom wird angeleuchtet. Und dann habe ich mir so gedacht, lieber Dom, du bist so alt und du hast ja so viel schon gesehen, aber die Leute, die hier damals mit der Kutsche gefahren sind, die sind mit Sicherheit nicht nach München gefahren zu einem Gerichtstermin, weil... ja, wegen Diffamierung und hier geht es ja im Speziellen darum, dass immer behauptet wird, ich wäre rechts und so weiter. Auch nochmal der Hinweis an die Leute, die es weiterhin behaupten, ich würde es sein lassen, weil das könnte teuer werden für euch. Früher wurde das auf einem kurzen Dienstweg, glaube ich, regional gelöst, wenn einer schlecht über einen anderen gesprochen hat. Dann wurde da, glaube ich, relativ einfach das gelöst. Heutzutage fliegt man dann eben vom Flughafen aus nach München. Nach München muss man sich vorstellen, um sich gegen jemanden zu wehren, der hier aus der Gegend kommt und gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hatte, mit der Flutkatastrophe. Und das ist das Schlimme. Und das ist auch das, und ich werde es jedes Mal sagen, was mir wirklich peinlich ist, wenn jetzt ein Betroffener zuschaut, was geht in euch vor? Also ich kann mir vorstellen, was in euch vorgeht. Ich finde das so schlimm, dass das Thema aus den Augen verloren wurde durch solche Menschen. Und ich wiederhole es nochmal, die Menschen, die das gegen mich agiert haben, denen seid ihr völlig egal gewesen. Es war denen völlig egal, was mit euch passiert ist. Ihr habt es ja schließlich überlebt. Ihr habt ja ein eigenes Haus gehabt. Das haben die Leute zum Teil nicht. Und die Winzer sind ja alle weltbekannt. Denen tut eh nichts weh. Damit hat man begründet, warum es nicht so schlimm ist, wenn Hilfe dann eben eingestellt wird und Baustoffzelt Kaiser und so weiter geschlossen wird. Ich glaube, es ist ziemlich aufschlussreich, was da noch alles rauskommen wird mit der Zeit. Ich grüße auch den Herrn Wienand hier. Ne? Hallo, Herr Wienand. Was ich immer so bezeichnend finde, ist, es ging ja gerade um Missy Motown, um das Video, um die einstweiligen Verfügungen an bestimmte Medien. Und manche Leute haben drunter geschrieben, es ist nie was bewiesen worden bei Missy. Da frage ich mich immer, wo ist denn bei dir bewiesen worden, dass du dir die Taschen voll gemacht hast? Hast du da mal, kam da mal irgendein Beweis? Ich meine, das war ja so die Ursprungsaussage nach dem Motto, hier, da stimmt irgendwas nicht. Der Hartmann und der Wipperfürth, die machen sich die Taschen voll, die haben nichts Gutes im Sinn. Aber da ist ja nie mal was rausgekommen, oder? Doch, die Rheinzeitung hat es doch gebracht. Ne? Also eigentlich ist es ja rausgekommen, was ich verdient habe über Aufträge. Und da wurde ja immer behauptet, Millionen, auch war ja zum Selbstkostenpreis. Du meinst die Zusammenstellung deiner Kosten? Meiner Kosten, genau. Genau, das war ja auch noch eine Nachfrage von der Rheinzeitung bei der Kreisverwaltung. Die haben das ja mit ihnen geklärt, da wurde ja alles eingereicht. Bei der ADD. Und ich habe nichts zu verbergen. Und das war ja immer das Problem für die Hetzer, weil ich habe nichts zu verbergen. Ich habe mich immer im rechtlichen Rahmen bewegt. Ich habe keinen bei mir auf dem Traktor arbeiten lassen, wenn der Auftrag bezahlt war, der nicht angestellt war, der nicht sein Geld verdient hat. Das wird jeder Baggerfahrer bestätigen können. Ich habe mir nicht ein paar Handschuhe genommen oder ein paar
Arbeitsschuhe oder sonst was. Ich habe noch nicht mal als Diesel getankt in mein Auto oder Strom geladen irgendwo. 2000 Menschen. Ich habe nichts gemacht. Aber wie erklärst du dir das denn? Es gab keine Beweise, es gibt keine Beweise. Wie gesagt, die Kassenverwaltung hat ja auch gesagt, hier ordentlich abgerechnet. Aber wieso wird das weiter kolportiert? Wieso musst du immer noch danach mit kämpfen, dagegen kämpfen, nach anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren? Weil die Leute von sich selber ausgehen. Weil die wahrscheinlich von sich selber ausgehen. Was hätte ich gemacht in der Situation vom Wipper führt? Ich hätte mir die Taschen voll gemacht. Aber tut mir leid, ich kann euch da leider nicht dienlich sein mit der Behauptung. Sollen die mal bei deinem Steuerberater anrufen? Ja, können die gerne machen. Beim Steuerberater bei mir mal anrufen, sich die Zahlen mal geben lassen vom Unternehmen, vom Lohnunternehmen von 2021, aber bitte auch davor und danach. Wenn ich eine GmbH hätte, wäre ich ja verpflichtet, die zu veröffentlichen. Ja? Habe ich aber nicht. Ich hafte persönlich für alles, was ich mache. Eine GmbH muss das ja veröffentlichen, ein kleiner Wink. Dann wird man eine Zahl sehen, dass ich extrem Minus gemacht habe. Ist auch immer schön, dass das Buch ja so als Gelddruckmaschine gesehen wird. Und wenn wir Lesungen machen, dann ist das auch, wir wollen nur Kohle scheffeln. Dass wir nie einen Cent dafür nehmen, dass wir das machen, dass wir eigentlich nie Eintritt nehmen. Und wenn, dann macht das der Veranstalter, damit die einfach wissen, wie viele Leute kommen, damit die einen Überblick haben. Und das Geld 1:1 ins Ahrtal geht, dass da kein Cent an uns geht, ist, glaube ich, auch noch nicht so wirklich durchgedrungen, oder? Also wenn wir manchmal Anfragen bekommen, dann heißt es immer, wie viel verlangt ihr denn so als Gage? Da habe ich gesagt, wir haben noch nie Gage verlangt. Ich habe bis jetzt nur Kosten gehabt. Das ist auch völlig in Ordnung. Auch die Tatsache, dass ich 9 Monate fast jeden Tag ins Ahrtal gefahren bin mit meinem Auto, meine ganze Zeit da verwendet habe. Und ich habe nicht nur 8 Stunden am Tag gearbeitet, ich habe viel mehr gearbeitet. Ich habe da nicht 1 Cent für abgerechnet. Da frage ich mich immer, Frau Krippner, was haben Sie denn gemacht in der Zeit? Ne? Also eine Schaufel, einen Eimer, denke ich, zu bedienen, das wäre doch möglich gewesen. Und da frage ich mich immer, für was muss ich mich hier rechtfertigen? Ne? Also wir halten mal zusammen. Wir sind alle vor Gericht erschienen. Nicht nur du als Kläger, sondern auch noch mit sehr viel Unterstützung im Hintergrund. Die Gegenseite ist nicht erschienen. Doch, ein Aussteiger ist erschienen, den keiner von uns kannte. Keiner. Also ein Glückwunsch, ja. Frau Krippner. Aber mehr kriegen Sie nicht gesagt. Was nehmen wir jetzt davon mit? Ich glaube, wir nehmen eine ganze Menge mit. Im Endeffekt nehmen wir eine ganze Menge mit von dem allen. Es ist doch bezeichnend, dass die Person hier nicht erschienen ist. Das sagt doch schon alles. Was denkst du, was steckt dahinter? Was könnten die Gründe sein? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn man mal zu dem stehen muss, was man so gesagt hat, dann fällt das manchen Leuten sehr schwer, glaube ich. Oder wenn man mal vielleicht den Leuten in die Augen gucken muss, die man als Psychologin missbraucht hat mit dem, was man so mit denen gemacht hat, dann kann das auch, glaube ich, schwer sein. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht in die Person reinversetzen. Gott sei Dank nicht, muss ich sagen. Und jeder muss für das haften, was er so macht und tut. Deshalb sind wir hier. Ich bin nämlich ein absoluter Fan unseres Rechtsstaates und der Demokratie. Aber andere sind es anscheinend nicht und treten das mit Füßen. Ich habe eben auch irgendwie gehört, es wäre schon ein Post von Frau Krippner online. Sie wäre jetzt gerade da und da. Das ist doch ein deutliches Zeichen, wie man sowas hier achtet. Ne? Ein deutliches Zeichen, deutlicher kann man das gar nicht bezeichnen. Und du hast auch zu der Richterin gesagt, ich habe Ernte, hier zählt jede Sekunde, weil wir haben dann natürlich noch einige Zeit gewartet. Ja. Kommt jetzt die Gegenseite noch, kommt sie nicht? Ist ja nicht schlimm. Ich habe jetzt einen Ausfall, ich habe Flugkosten, die Kosten muss ja jemand bezahlen. Schönen Gruß. Ne? Also von daher, die werde ich auch voll geltend machen, genau wie in Weilheim auch. Und wir machen uns jetzt noch einen schönen Tag. Ja. Und guck mal, ob ein Flieger vielleicht früher geht. Mal gucken. Man wusste ja nicht, was passiert. Deshalb haben wir sozusagen für heute Abend einen Flieger, alle Mann. Aber ich muss nach Hause. Ist der schon umgesprüht auf WPTV-Flieger? Ja, vorne habe ich einen Aufkleber auf die Schnauze gemacht. Ah. Und ich durfte fliegen. Aber wie bei der Fähre, ne? Wie bei der Fähre. Ja. Nee, schneiden wir raus, ne? Ja. Landen auch. Aber landen auch. Ehrlich? Hat offensichtlich geklappt. Ja. Punktlandung?
Ist ja wie ein Traktor, oder? Nein, ich möchte hier nochmal loswerden. Mir tut das so leid, was hier gerade alles läuft. Ich hätte euch viel lieber ein Video aus dem Feld gezeigt mit Feldhasen oder Feldhühnern, Rebhühnern. Schwalben. Schwalben. Aber das hier ist nicht meine Welt. Das ist nicht meine Welt. Ich wurde da reingezogen. Aber ich lasse es mir nicht gefallen. Und wie gesagt, Cyberstalking, da werde ich Vollgas geben. Und das muss ein Ende haben, dass Menschen im Internet so behandelt werden, misshandelt werden, ins Private rein. Übrigens, heute vor einem Jahr stand die Person abends vor meinem Hoftor. Dieses ominöse Buch und so weiter. Das kommt alles mit rein, ne? Was so alles passiert. Ja, und wie gesagt, wir haben ja eben schon gesagt, für den nächsten Termin, Cyberstalking, da gibt es Zehntausende von Beweisen zu sichern. Ja. Das könnte nochmal so richtig, richtig spannend werden. Ne? Mit Sicherheit. Und das haben die Medien ja auch schon mitgekriegt und die sind auch sehr gespannt. Ja, Focus Mercur, die waren auch eben sehr interessiert. Die Medien, ne? Ich habe tatsächlich einen Anruf bekommen. Ihr könnt gespannt sein. Wird ein Thema, was glaube ich... ist ja auch Medien, nur anderes Medium. Anderes Medium, ja. Muss man nicht unbedingt viel lesen können. Ja. Gucken langt, ne? Und wie gesagt, ich bin kein Typ für sowas eigentlich, aber ich lasse es mir nicht gefallen. Ja. Das ist nochmal ein gutes Schlusswort. Und wir gehen jetzt bayerisch deftig essen und trinken, oder? Genau, 6 Minuten von hier ist... Löwenbräu. Irgend sowas. Genau, da gehen wir jetzt hin. Ja. Wunderbar, so. Ich darf nur nicht zu viel trinken, weil vielleicht muss ich ja nachher nochmal fliegen. Ne? Oh ja, oder Fähre fahren, man weiß ja nie, ne? Okay, dann sagen wir mal Tschüss, oder? Tschüss und vielen Dank für eure Unterstützung. Danke.